Guten Tag. Das ist ein Heiratsantrag. Du hörst auf hier. Das Geld fürs Studium kriegst du von mir. Keine Widerrede. Ich mach das für mich, nicht für dich. Ich will dich nicht erst in 2 oder 3 Jahren. Nein, ich will dich sofort, verstehst du? Wo sind wir denn hier? Sind Sie ein Patient? Nein. Ich werde das der Oberschwester melden, Schwester Christel. Und Sie gehen jetzt bitte. Jawohl. Besorg dir schnell alle Papiere, ja? Wann ist dein Dienst zu Ende? In einer Stunde. Ich warte auf dich im Café vor der Klinik. Verzeihung. Wer war das denn? Das war Professor Brinkmann. Der Chef der Schwarzwaldklinik. Naja, also so geht das trotzdem nicht. Natürlich nicht. Warum willst du mich heiraten? Warum? Ja, warum? Tja. Du musst doch nicht. Du könntest doch ebenso gut unsere Freundschaft pflegen. Wäre das nicht leichter? Und bequemer. Ich meine, für den Tag X. Willst du es denn? Nein, ich will es nicht. Aber warum willst du es nicht? Wenn ich den Tag X einkalkulierte, dann würde ich dich ja nicht lieben. Ja. Was ist los? Wieso? Du hackst Holz? Ich weiß. Sowas machst du doch sonst nie. Das macht mir eben Spaß. Sieht aber nicht so aus. Aufs Aussehen kommt es nicht an. Es muss ja nicht immer die Hallo-Süße-Masche sein. Wovon sprichst du eigentlich? Von Frau Dr. Katharina Gessner. Was hat die mit meinem Holzgehacke zu tun? Alles. Du hackst Holz, weil du unglücklich bist. So, so. Sag es ihr doch. Was? Na, wie ernst es dir ist. Katie, du nervst und mich wenn echt. Und wenn du einen Korb bekommst, trag's mit Würde. Eine Frau fühlt, wenn es ein Mann ernst meint. Was du nicht sagst. Ich steck mich doch in die Tasche. Da bin ich eine Nummer zu klein für. Du nimmst einen wunderschönen Strauß Blumen und bringst sie ihr in die Klinik. Nee, nee, mein Vater ist schon mit Blumen in die Klinik. Der kann sowas. Weil er von gestern ist. Aber bei mir, da lacht sich ja schon der Portier tot. Kannst du mir sagen, wieso Blumen von gestern sind? Nein. Pass mal auf, Kitty. Ja. Die weiß, dass ich all die Jahre kein Kind von Traurigkeit gewesen bin. Die weiß von Elke, Elvira und all den anderen Späßchen. Ich gehe mir selbst komisch vor, wenn ich plötzlich mit feierlichem Ernst meine Gefühle verkünde. Tja, dann musst du eben leiden. Leiden und Holz hacken. Du bist fantastisch. Ich liebe dich. Ja, so ginge es. Du musst nur Käthe gegen Katharina austauschen. Danke.
Sag mal, was hat er denn? Er liebt. Na sowas. Wie wird er damit fertig? Das siehst du ja. Oh. Guten Tag, Papa. Sag mal, meine schönen Blumen. Was hat Christa gesagt? Sie hat ja gesagt. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich jetzt fühle? Entscheidungskampf zwischen Bertram und mir. Wer zuerst wieder hier ist, okay? Aber du hast doch keine Puste mehr. Werden wir ja sehen. Gundi? Ja? Du gibst das Startzeichen. Okay, also mach ich. Eins, zwei. Was mit der Pistole? Okay. Auf die Plätze. Fertig. Ja. Ich warte beim Höhleneingang auf euch. Darf ich mal? Ja, natürlich, kommen Sie rein. Danke. Ich habe mir eben den Operationsplan durchgesehen. Ich bin in der nächsten Woche nur einmal drauf. Ist das ein Versehen oder? Nein, das ist kein Versehen. Nehmen Sie Platz, Herr Kollege. Danke. Haben Sie sich selber schon einmal nach diesen möglichen Gründen gefragt? Wieso? Operiere ich schlecht? Nein. Nein, Sie operieren ausgezeichnet. Aber glauben Sie wirklich, dass gewisse Handicaps übersehen werden können? Auf Dauer? Was ist das, was Sie haben? Es ist... Ich habe Rheuma. Ich dachte nur nicht, dass es schon so schlimm ist, dass man es merkt. Wann ist es schlimm? Wenn Sie ein Gefäß verletzen? Daneben schneiden? Das wollen wir doch verhindern, nicht? Wo lassen Sie sich behandeln? Bisher habe ich mich immer selbst behandelt. Medikamenten, die Phenylbutazon und Oxyfenbutazon enthalten. Medikamente, denen die Zulassung wegen zu hohen Risikos entzogen wurde? Sicher, sicher. Inzwischen gibt es ja eine Anzahl von Präparaten, die besser verträglich sind, aber die helfen mir nicht. Jedenfalls nicht gegen diese akuten Gichtanfälle. Ich habe gehofft, dass ich das noch ein paar Jahre durchhalte, aber... Sie haben es schon lange? Ja, ja. Es gibt doch ausgezeichnete Kurbäder gegen Stoffwechselerkrankungen. Ja, ja, diese Kuren mache ich ja auch immer während des Urlaubs. Es ist ein, zwei Wochen besser, aber im Grunde werde ich mich wohl damit abfinden müssen, dass es bald vorbei sein wird mit dem Operieren. Ihrer Meinung nach sollte ich ja sofort damit aufhören. Nicht? Ehrlich gesagt, ja. Verstehe. Naja. Dann werde ich eben in Rente gehen. In Rente? Für Sie gibt's doch noch andere Jobs. Am Schreibtisch in der Ärztekammer vielleicht. Ja, ja, ich weiß, ich hab leicht reden. Ich will Ihnen nur meine Hilfe anbieten. Danke. Weißt du noch? Ja, klar. 3 Minuten und 11 Sekunden war der Rekord. Wovon sprecht ihr denn? Von der Höhle. Da oben ist der Eingang und da hinten ist der Ausgang. Wir haben schnellsten Durchwarte gewonnen. Tut mir leid, dass du immer verloren hast. Ja, ja, ja. Ist noch so ein paar alte Hüte.
Okay, ich gebe ja zu, das ist lange her, aber wir könnten eine neue Meisterschaft austragen, ne? Ach kommt, hört doch auf mit dem Quatsch. Könnt ihr nicht lesen? Betreten verboten. Das war doch damals auch schon verboten. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Also, wer die beste Zeit hat, bekommt Gundi, okay? Ich bin doch keine Trophäe. Gundi, dir gibt's das Startzeichen. Aber erst, wenn ich oben bin, klar? Also, meinetwegen. Das ist doch verrückt. Wir warten am Höhlenausgang. Okay. Achtung! Los! Sechs. So, jetzt werde ich dich aber noch schmeißen, gell? Jetzt pass auf, ja? Verzeihung. Ja, bitte. Wofür? Ja, ich... Haben Sie auch Dienst heute? Nein, nein. Trotzdem... Aha. Wer ist denn das, Mami? Also, pass auf, der ist auch Arzt und der heißt Dr. Brinkmann. Das ist Angie. Sagen Sie, sind diese wunderschönen Blumen etwa für mich? Nein, ich dachte, weil das in dem Zimmer da immer so kahl ist, da, wenn Sie sie natürlich gerne haben wollen. Nein, danke. Also, haben hätte ich sie wollen, wenn sie für mich gedacht gewesen wären. Spielst du mit? Angie, ich fürchte, der hat keine Zeit. Aber ich mach weiter. Ich werde dann mal wieder. Nein, ich hab schon eins gehabt. Oh, Entschuldigung. Sie hat ein Kind. Ich hoffe, Sie verraten mich nicht. Ich meine, ich weiß natürlich, dass Kinder im Bereitschaftszimmer nicht erlaubt sind, aber ich hatte vergessen, meinem Mann Bescheid zu sagen, dass er heute auf Angie aufpassen muss. Ja. Sie wussten nicht, dass ich ein Kind habe? Nein, das geht mich auch nichts an. Diese Blumen waren doch für mich, oder? Aber die Tatsache, dass ich ein Kind habe, hat sie völlig aus dem Konzept gebracht. Nein, nein, nein. Das... Sondern? Machen Sie doch kein Drama aus der Tatsache, dass ich einer Kollegin ein paar Blumen mitbringe. Dass... Die wachsen wild bei uns. Ah ja. Entschuldigen Sie. Dr. Gessner, bitte Station A. Entschuldigen Sie mich. Mit dir selber? Was? Nö. Gehört dir die Puppe? Willst du die haben? Ja. Hallo! Wie viel? 2 Minuten 50. Na bitte, neuer Weltrekord. Also, ab in die Startlöcher, Kumpel. Du nimmst den Weg zurück. Ihr habt echt eine Meise. Wieso, das macht doch Spaß. Okay, wenn Spaß macht. Fertig? Los! Thank you.
1,5 Minuten. Was hast du denn gedacht? Der Junge ist nicht in Form. Was passiert ist? Was soll denn passieren? Ja, was weiß ich? 4 Minuten schon. Okay, ich schau mal nach. Ich nehme den gleichen Weg zurück. Aber der hat sich bestimmt nur versteckt, wetten? Es muss irgendwas passiert sein. Hol Hilfe. Ich suche weiter. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Was gibt's denn? Ein Unfall in der Tropfsteinhöhle. Ein Freund von mir, der kommt da nicht mehr raus. Ja, fragen Sie meinen Sohn, der ist bei der Polizei. Warum seid ihr überhaupt reingegangen? Das ist doch verboten. Ja, ja, ich weiß, aber es tut mir auch leid. Ich komme mit. Ich kenne die Höhle. Darf ich telefonieren? Der Vater des Verunglückten, der ist Arzt. Im Gang ist das Telefon. Ja, danke. Gessner, Apparat Dr. Schäfer? Wer ist da? Ach so. Ja, tut mir leid, Dr. Schäfer ist außer Haus. Ach so, bitte, bitte, Fräulein Gundi, jetzt versuchen Sie sich zu beruhigen. Also, in der alten Tropfsteinhöhle am Kranichberg. Hoffentlich kränkt es dich nicht, wenn ich dir sage, dass mir dein Kummer irgendwie sympathisch ist. Nein. Er macht so erwachsen. Aha. Naja, ein Glücklicher hat einem Unglücklichen gegenüber natürlich leicht reden. So ist es. Trotzdem, ist nett von dir. Wenn du es aber trotzdem noch schaffen solltest und sie nach dem Motto feindliche Stellung erobert, wo es das nächste Ziel wieder fallen lassen sollte, dann wäre ich aber gar nicht mehr nett zu dir. Ist doch klar. Wieso ist es auf einmal so kompliziert? Weil du es zum ersten Mal ernst meinst. Das kann sein.
Trotzdem kratze ich mir Argumente zusammen, warum es mir nicht ernst sein sollte. Sie ist noch verheiratet, ist älter, hat ein Kind, eine erzkatholische Familienpastion im Hintergrund. Sie nimmt mich nicht ernst. Du, eine Frau schützt sich so gut sie kann. Und wer in Scheidung lebt, der hat was durchgemacht. Ich habe ihn nicht gefunden. Verschnauf ein bisschen. Ich werde ihn schon finden. Macht Spaß, was? Hast du gesagt, macht Spaß sowas? Bitte hör auf, ja? Also, ich habe da eben einen etwas dubiosen Anruf bekommen von einem Mädchen namens Gundi. Die sagt, ihr Sohn Berti wäre in einer Höhle und käme nicht wieder raus. In einer Höhle? In was denn für einer Höhle? Am Kranichberg. Also, ob wirklich was passiert ist, konnte sie gar nicht sagen. Sie war nur wahnsinnig aufgeregt. Ja, haben Sie einen Rettungswagen geschickt? Nein, noch nicht. Ich wollte Sie erst verständigen. Danke. Hallo! 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 Sofort zum Kranichberg. Berti ist da in einer Höhle. In einer Höhle und? Ja, er kommt nicht wieder raus. Eine Freundin hat angerufen in der Klinik. Und jetzt willst du in die Höhle mit deinem Räumer? Was denn Räumer? Ich kenne diese Höhle und ich habe meine Ausrüstung noch von früher. Entschuldigung. Von früher, aber jetzt? Warte, ich komm mit. Dann kommt er auch nicht wieder. Ich gehe da mal rein. Nein, du bleibst hier. Ist Berti noch drin? Ja. Wie lang denn schon? Ungefähr eine Stunde. Da ist noch einer drin. Einer von einem Bauernhof, der ihn retten wollte. Bitte geh nicht. Lass uns lieber den Rettungsdienst rufen. Lass mich, ich weiß schon, was ich tue. Geh noch mal rein. Ich halte es nicht mehr aus.
Zieh euch nicht hoch. Zieh hoch. Ja, so ist gut. Mensch, das Kind. Mein Junge, was treibst du denn? Hm? Bist du verletzt? Mein Fuß. Mein Fuß. Das kriegen wir schon. Bertie! Hierher! Ich habe ihn! Gesehen. Ja, sicher. Den können wir auch gleich holen. Ich bin wieder bei Kräften. Deine Kräfte nützen ihm jetzt nichts mehr. Er ist nämlich tot, mein Lieber. Abgestürzt. Was? Ja. Und lesen könnt ihr wohl auch nicht. Da steht doch Betreten verboten. Ja, das reizt euch ja nur noch nicht. Das macht's erst richtig Spaß nicht. Was? Der Sohn vom Schäfer? Und Schäfer hat ihn gerettet? Na, das glaube ich, dass der fix und fertig ist. Gut, bereiten Sie alles vor, ich komme sofort. Der Sohn vom Schäfer ist verunglückt in irgendeiner Höhle. Wahrscheinlich komplizierter Knöchelbruch. Ich fahre sofort hin. Wohin? In die Höhle? Nein, in die Klinik. Die sind schon unterwegs. Ich komme mit. Herr Professor, würden Sie bitte meinen Sohn... Aber natürlich. Warten Sie im Ärztezimmer. Danke. Sie auch. Setzen Sie sich bitte einen Moment dahin. Andere Position. Na wunderbar. Gelenkfläche stufenlos. So. Keine großen Probleme. Eine einfache Malularfraktur mit Bandschäden am oberen Sprunggelenk. Das wird sich ja sehr gut heilen. Vielen Dank. Liegt auf D, auf 24. Gut. So, und jetzt gehen Sie nach Hause. Danke. Er hat die Ruhe bitter nötig jetzt. Wiedersehen. Ist denn Bertie nur auf die Idee gekommen? Hm? Durch mich. Ich hab's vorgemacht. Eine ganz dumme Mutprobe war das. Ich konnte es einfach nicht verhindern. Sagen Sie mal den Leuten, die ihren Sohn verloren haben. Sagen Sie mir die Hand. Das ist halb so schlimm. Trotzdem, gehen Sie in die Ambulanz und lassen sich verbinden. Schwester Elke. Ja, bitte? Bitte noch nichts von dem Toten sagen. Na, ist gut. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Guten Morgen. Na, wer hat mich denn so prima zusammengeflickt? Mein Vater? Nein, Professor Brinkmann. Donnerwetter, der Chef persönlich. Danke. Ich hab Hunger, wann gibt's was zu essen? In einer Stunde. Na. Ist ja für alle Beteiligten noch mal ganz gut abgegangen. Mensch, war das ein Ding. Total verrückt. Ist was? Nein, nein. Klar ist was. Einer, der dich retten wollte, ist abgestürzt. Tot. Wo willst du denn das herwissen? Auf dem Klo habe ich das gehört. Sowas ist rum wie nix. Schönen
langsam. Nicht zu schnell. Na, es geht doch schon, was? Vater! Was ist, Vater? Kollege Schäfer soll bitte kommen. Ja. Dr. Schäfer, bitte zu Professor Brinkmann. Ja. Sie wollten mich sprechen? Ja. Ja, ich wollte Sie sprechen, Herr Kollege Schäfer. Gut, es ist Ihre Privatsache. Aber um Schuldgefühle zu erzeugen, müssen Sie Ihren Sohn nicht mit Liebesentzug bestrafen. Die Schuldgefühle, die hat er sowieso. Tja, ist Ihnen denn nicht klar, dass hier ein Mensch sterben musste, nur weil ein paar unreife Jungs eine sogenannte Mutprobe inszenieren mussten? Das Wort unreif haben Sie selbst ausgesprochen, Herr Kollege. Wollen Sie, dass er Depressionen bekommt? Die therapeutisch behandelt werden müssen? Nein, in dem Punkt haben Sie wahrscheinlich recht. Ja, bestimmt habe ich recht. Ganz bestimmt. Haben Sie ihn gerettet, um ihn zu bestrafen? Sicher nicht. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr mich das belastet. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich ständig das Bild des abgestürzten jungen Mannes vor Augen habe. Trotzdem, helfen Sie Ihrem Sohn. Er schafft's nicht allein. Ich will's versuchen. Danke. Na, es geht doch schon ganz gut. Fabelhaft. Danke, Schwester Elke. Ich übernehme das. Danke, Vater. Wird schon werden, hm? Ja. Gut. Medizinstudentin in Freiburg. Na, wunderbar! Feierlichst umarme ich meine angehende Kollegin. Meinen Glückwunsch, mein Schatz. Auch natürlich, was deine persönliche Wahl angeht, nicht einen besseren als mich, hättest du gar nicht bekommen können. Na, sei nicht albern. Aber unverheiratet kommst du mir an keine Uni. Das ist viel zu gefährlich. Letzten September, Sonntag in St. Peter, einverstanden? Einverstanden. Sag mal, bist du krank? Was, krank? Nein, glücklich. Was einer Krankheit allerdings sehr nahe kommt. Sie ist zugelassen an der Uni. Nein! Ja. Gratuliere ganz herzlich. Ja, du, aber mir auch, bitte, ja? Gratuliere nicht ganz so herzlich. Warum? Das heißt dir schon. Zur Christa. Naja, du weißt ja selber, was du manchmal für ein unerträglicher und unmöglicher Mensch bist. Ich? Na sicher. Ja, sag mal, Käthe, bist du wahnsinnig? Nein. Ich doch nicht. Hallöchen. Jetzt ist er auch noch krank. Aha, der zweite Versuch. Gestatten Sie eine Rose für eine Angebetete? Natürlich, natürlich, natürlich. Schönen Tag noch. Udo, zu viel Fröhlichkeit ist vielleicht auch nicht das Richtige. Widmet euch euren eigenen Problemen. Thank you.
doch ein netter Einfall, finden Sie nicht? Ganz prima. Gestern haben wir fast 300 Mark eingenommen damit. Spitze. Sagen Sie, warten Sie hier auf einen jungen Mann mit Kind? Im Gegenteil. Was heißt im Gegenteil? Ein alter Mann ohne Kind. Ach so. Danke. So. Wiedersehen, Vater. Ich besuche dich auch bald mal. Danke, mein Kind. Komm gut nach Hause, ne? Sie schon lange? Ein paar Minuten. Und warum haben Sie nicht geläutet? Na ja, der Taxifahrer sagte mir, dass er auf einen alten Mann wartet. Ah ja, und Sie fürchten sich vor einem Theologen im Ruhestand? Ja. Kann ich verstehen. Kommen Sie jetzt mit? Ihr Vater... Ich meine, weil er Theologieprofessor war, keine Bedenken, dass Sie sich scheiden lassen? Doch, natürlich, aber er weiß, dass ich erwachsen bin. Ach, sind Sie deshalb nicht hereingekommen? Weil Sie Angst hatten, er könnte Sie im Verdacht haben, mein Scheidungsgrund zu sein? Ich wäre sehr gern Ihr Scheidungsgrund. Ah ja? Ja. Das ist mir jetzt zwar so rausgerutscht, aber stimmt. Mhm. Ja, meine Scheidung ist in 3 Wochen. Wenn Sie dann noch mal darauf zurückkommen wollen. Ja. Angie wird mir zugesprochen werden. Trotzdem. Nur falls Sie gedacht haben, dass mich das stören sollte. Ja. Das habe ich allerdings gedacht. Gedacht oder? Oder gehofft? Gedacht. Weißt du, ich bin über dich sehr gründlich informiert worden. Die Klinik verschweigt nichts. Vielleicht sollte ich jetzt sagen, mit mir machst du es bitte nicht so. Aber ich denke, mit mir wirst du es so nicht machen. Das sehe ich auch so. Fahren wir irgendwo hin? Feldberg-Restaurant? Nein. Es ist Monatsende. Ja, meine letzten 20 Mark habe ich für wohltätige Zwecke an eine Straßenband gestiftet. Ein paar Mark habe ich auch noch. Du bist faszinierend. Und deinen Charme hast du auch.